Süß und salzig, sauer und scharf. Die Thai-Küche. Eine Küche, die sich laufend neu erfindet, aber immer voller frischer und gesunder Kräuter. Im Mörser zubereitete Pasten bilden die Grundlage der Thai-Küche. Meisterköche machen aus ihnen die besten Curries. Und in Swiss Made das Thai-Schiff. Thailand ist in wenigen Jahrzehnten ein erstaunlich modernes Land geworden. Nur in abgelegenen Gebieten wie hier an der Grenze zu Burma, wo Bergstämme aus dem Grenzgebiet siedeln, leben die Menschen noch größtenteils als Selbstversorger. Der Stamm der Khayan Longnecks wurde in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts bereits ausführlich von Reisenden beschrieben. Die Giraffenfrauen, wie sie die englische Presse damals nannte, beschäftigten die Fantasie des Publikums und verkörperten die Exotik des Orients perfekt. Noch heute werden die Khayans gerne von Touristen besucht. Deren Interesse trägt mit dazu bei, dass die Stammestraditionen der Longnecks zumindest in Resten bis heute erhalten geblieben sind. Wie fast überall in Asien bildet auch hier der Reis die Basis der Ernährung. Dazu gibt es scharfe Chilis, Huhn und jede Menge frischer Küchenkräuter. Das wichtigste Küchenutensil ist der Mörser. Gekocht wird auf einem offenen Feuer. Es ist eine einfache, aber immer frische und gesunde Küche, die sich über die Jahrzehnte nicht verändert hat. In den letzten drei Jahrzehnten ist Thailand zu einer der führenden Tourismusdestinationen geworden. Das hat dazu beigetragen, die Küche des Landes in der ganzen Welt populär zu machen. Wir empfangen jedes Jahr viele Touristen. Letztes Jahr hatten wir über 14 Millionen ausländische Besucher. Zwei von drei sind schon vorher einmal in Thailand gewesen. Einerseits ist das wichtig für die Arbeitsplätze in unserer Tourismusindustrie. Andererseits sind wir aber auch stolz, unseren Gästen und der ganzen Welt unser Land zu zeigen und das, was wir als Thainess bezeichnen. Is Thainess to the international world. Niemand weiß genau, wie viele Millionen Menschen in Bangkok leben. 12 sind es auf jeden Fall, 15 wahrscheinlich. Bangkok ist unbestritten das Zentrum des Landes, wie London in Großbritannien oder Paris in Frankreich. Und auch niemand weiß, wie viele Restaurants es in Bangkok gibt. Von den Verpflegungsmöglichkeiten am Straßenrand oder auf den vielen Märkten ganz zu schweigen. Gegessen wird in Thailand rund um die Uhr. Und auf jeden Fall öfters als dreimal am Tag. Hier wird deutlich, Fast Food muss nicht ungesund sein. Thailändisches Essen ist eines der besten auf der Welt. Die Vielzahl der Geschmacksrichtungen und der Gerichte, die wirklich frischen Zutaten, es gibt viele Gründe dafür. Lange hat man das im Ausland nicht so wahrgenommen. Wenn es zum Beispiel darum ging, auswärts essen zu gehen. Seit etwa 10 Jahren hat sich das aber verändert. Kun, Nafalai und ihre Schwester testen regelmäßig neue Restaurants, um sie für ihren Restaurantführer zu bewerten. In den letzten 5 Jahren kam es zu einer enormen Zunahme guter neuer Restaurants in Bangkok. Es gibt mittlerweile so viele gute Restaurants und die Leute haben den Überblick verloren. Deshalb ist ein Restaurantführer sehr hilfreich, um sich im riesigen Angebot zurechtzufinden.
Das Restaurant Bolan ist eine der jüngsten Erfolgsgeschichten in der Bangkoker Gastroszene und serviert eine thailändische Küche, die sich auf ihre Ursprünge besinnt. Die Leute setzen Thailand mit gutem Essen gleich. Das hängt auch damit zusammen, dass wir hier mit die besten Früchte Asiens anbauen. Das Angebot an Nahrungsmitteln ist groß und ihr Geschmack ist sehr ausgeprägt. Die Früchte sind wirklich süß und fleischig. Früher gab es kaum Kühlschränke und so haben viele Leute noch einen Gemüsegarten. Sie können das Gemüse erntefrisch im Wok zubereiten. Wir benutzen also viele sehr frische Zutaten. Khun Chuchit bedient sich in ihrem Garten mit frischen Kräutern. Die Kräuter, vor allem verschiedene Sorten Basilikum, Koriander, Zitronengras und Kaffernlimettenblätter, sind ein ganz zentraler Bestandteil der thailändischen Küche. Jeden Sonntag bereiten Khun Chuchit und ihre Freundinnen und Verwandte ein gemeinsames Mittagessen zu. Dabei wird Wert gelegt auf eine Vielzahl von Gerichten mit ganz unterschiedlichen Zutaten. Scharf, sauer und bitter, süß und salzig. Alle Geschmacksrichtungen sind vertreten. Doch das Essen bleibt immer leicht und gut verdaulich. I believe that we have a lighter food and the food that won't live long in our body. Ich glaube, dass wir generell leichter essen und unser Essen auch nicht so lange zur Verdauung im Körper bleibt. Fleisch etwa kann lange im Körper bleiben und dort schlecht werden. Dank der ganzen Küchenkräuter, die wir verwenden, wird die Nahrung rasch wieder ausgeschieden und bleibt nicht lange im Verdauungstrakt. So, jetzt wird das alles gemischt. Sieht es nicht verführerisch aus? In Thailand werden alle Gerichte immer von allen geteilt. Geteilt wird nicht nur um des Teilens willen, sondern damit auch sichergestellt wird, dass jeder möglichst viele verschiedene Nahrungsmittel zu sich nimmt und sich somit besonders reichhaltig und ausgewogen ernährt. Etwas von allem statt zu viel vom selben. Beim Dessert richten wir uns danach, welche Früchte gerade reif sind. Wenn es die Zeit der Durians ist, machen wir süßen Klebreis mit Durian. Wenn Longans oder Mangos reif sind, gibt es dasselbe mit Longans oder Mangos. Für die Tafelrunde steht außer Frage. Gesundheit ist in erster Linie eine Sache der Ernährung. Nahrung ist auch Medizin. Der Blue Elephant ist Bangkoks wohl berühmtestes Gourmet-Restaurant. Meine Mutter hier ist einer der Eckpfeiler der thailändischen Küche. Heute findet man überall thailändische Restaurants. Aber zur Zeit, als meine Mutter begonnen hat, die Leute finden leicht den Zugang zur Thai-Küche. Sie bietet alle Geschmacksrichtungen. Und sie ist eine der 5 bekanntesten und beliebtesten Küchen der Welt. Im Blue Elephant werden Kochkurse angeboten. Hier erlernen die Teilnehmer alle Grundlagen der thailändischen Küche. Am Anfang steht immer der Mörser. Was brauchen wir, um eine rote Currypaste herzustellen? Zuerst die Schale der Kaffernlimette. Dann fügen wir Korianderwurzeln bei. Beides kommt in den Mörser und jetzt zerstoßen wir die Zutaten. Anschließend zerquetschen wir Knoblauch. Okay. Some garlic, which. All right, we pound this all together. Geben Zucker, gerösteten Kümmel und Koriandersamen hinzu. I put some roasted cumin and coriander seeds. So we're going to add. Dann fügen wir roten Chili hinzu und etwas Garnelenpaste. Dann zerstoßen wir wieder alles im Mörser. And again.
Und fertig ist die rote Chili-Paste. Thailändisch Kochen besteht zu einem großen Teil aus Vorbereitungen. Das eigentliche Kochen dauert dann kaum je länger als 15 Minuten. Die Vorbereitungen können aber schon länger dauern. Das Wichtigste ist die korrekte Vorbereitung. Und wenn es eindunkelt in Bangkok, füllt sich das verhältnismäßig kleine Lokal mit Feinschmeckern aus aller Welt. Außer in Bangkok gibt es noch 14 weitere Blue Elephant Restaurants in aller Herren Länder. In der engen Küche herrscht am Abend Hochbetrieb, denn selbstverständlich wird jedes Gericht frisch zubereitet. Nichts köchelt einfach so vor sich hin. Die thailändische Küche ist so variantenreich. Es gibt die Küche des Nordens, des Südens, von Zentralthailand. Es gibt Curries und Gerichte, die mit Dampf gegart werden. Andere werden im Wok kurz gebraten. Es gibt eine riesige Auswahl und so viele Geschmacksrichtungen. Da langweilt man sich nicht so schnell. Das erste Blue Elephant, das die königlich thailändische Küche im Westen bekannt gemacht hat, stand übrigens in Brüssel. Das Blue Elephant in Bangkok ist in erster Linie ein Touristenlokal. Für die meisten Thailänder sind die Preise schlicht zu hoch. Viele Thais, die arbeiten, denken, es sei einfacher, fertig gekochtes Essen zu kaufen. Sie können überall etwas für einen halben Euro essen. Das ist nicht viel Geld. Und langsam werden auch Fertiggerichte, sogenannter Convenience Food, immer populärer in Thailand. Whole Shrimp Wonton from CP. Thailand CP Foods ist der größte Produzent von Tierfutter weltweit und einer der größten Nahrungsmittelkonzerne der Welt. CPs Hühnerfarmen gehören zu den größten und modernsten der Welt und beliefern China und den Weltmarkt. Auch bei der Produktion von Schweinefleisch und Garnelen gehört CP zu den ganz großen Anbietern. Wegen ihres einzigartigen Geschmacks ist die thailändische Küche sehr populär geworden. Dann sind sehr viele Touristen nach Thailand gekommen. Das gibt uns die Gelegenheit, thailändisches Essen in deren Herkunftsländer zu exportieren. Besucher Thailands können natürlich unsere Produkte auch probieren. Immer mehr verlagert sich CP in die Produktion von Fertiggerichten. Nicht zuletzt für den riesigen asiatischen, vor allem auch chinesischen Markt. Von der großen wirtschaftlichen Bedeutung des Agri- und Food-Business in Thailand profitieren auch die zahlreichen gesponserten Kochsendungen am thailändischen Fernsehen. Koch McDang heißt eigentlich Sirichalem Swasti und ist ein Mitglied der königlichen Familie. Heute ist Chef McDang der wohl wichtigste Botschafter der thailändischen Küche im Ausland. Thailändisches Essen kann man nicht ohne Paste kochen. Paste ist überall. Man kann damit braten, man macht Marinade oder Dips damit, man macht Curries und Suppen daraus. Die Paste besteht immer aus 9 Zutaten, die sich unterschiedlich kombinieren lassen. Ich nenne sie die Mutterzutaten aller Pasten. Thai-Ingwer, Lemongrass, Zitronengras, Schalotten, Garlic, Knoblauch, Peppercorns, Pfeffer, Korianderwurzeln, Chili Peppers, Chilis, and Shrimp Paste, Garnelenpaste und Kaffernlimetten. Das ist alles. Aber Sie müssen wissen, wie viel Sie davon verwenden. Das ist das Geheimnis. In Thailand kann man Kokosnussmilch überall frisch kaufen. Bei uns muss man sich mit dem pasteurisierten Produkt zufrieden geben.
coconut cream. Dann fehlt noch ein Grundnahrungsmittel, ohne das Essen in Asien schlicht undenkbar ist. Es gibt viele Sorten Reis in Thailand. Es gibt Langkorn- und Jasminreis. Es gibt die verschiedensten Sorten. Und es ist auch ganz wichtig, wie alt der Reis ist. Das wichtigste Nahrungsmittel in Asien ist Reis. Reis ist die Grundlage aller Gerichte. Zuerst kommt Reis, dann kommt die Thai-Küche. Reis ist die Basis der Ernährung. Alles andere ist einfach ein Geschenk Gottes. Die Thai-Küche ist kräftig, beißend, scharf, stechend. Sie ist wie der Zusammenstoß mit einem Lastwagen. Mit jedem Bissen müssen Sie verschiedenste Geschmäcker erleben. Nicht nur einfach etwa Fleisch, sondern eine Mischung von Geschmäckern und Geweben und Konsistenzen. Es gibt ein Knacken hier, etwas Nussiges dort, etwas Gummiges und Weiches, eine Schärfe, die gleich wieder vergeht, etwas Salziges, das Süßem oder Saurem weicht, alle Geschmäcker zusammen und gleichzeitig, ein Feuerwerk der Geschmäcker im Gaumen, ein Fest des Geschmacks. Dann zeigt uns McDang, wie das klassische grüne Curry richtig zubereitet wird. Zuerst erwärmen wir die grüne Currypaste in der Pfanne, dann fügen wir etwas Kokosnussmilch hinzu, damit die Paste sich auflöst. Thai Curries zu kochen, ja eigentlich jedes thailändische Gericht, dauert nur 10 Minuten. Aber die Vorbereitung dazu nervt und dauert viel länger. Dann fügen Sie etwa 1 Kilo Hühnerfleisch hinzu. Dieses arbeiten Sie richtig in den Curry hinein. Es muss sich vollsaugen damit. Dann fügen Sie so viel Kokosnussmilch hinzu, damit das Fleisch ganz davon zugedeckt wird. Während Sie darauf warten, dass das Ganze zu kochen beginnt, nehmen Sie Kaffernlimettenblätter, zerreißen diese und geben sie dazu. Dann fügen Sie nach Belieben einige Hühnerinnereien hinzu. Jetzt schmeißen Sie diese kleinen Thai-Erbsen-Auberginen hinein. Sie sind leicht bitter und müssen einige Zeit kochen. Das erste Gewürz, das Sie hinzugeben, ist Palmzucker. Gut umrühren. Jetzt wollen Sie das Ganze geschmacklich wieder zurückbalancieren. Dazu brauchen Sie Fischsoße. Ich messe nie ab, sondern probiere immer. Schließlich kommen die roten und grünen Chilischoten. Umrühren. Eine schöne Farbe. Dann fügen Sie so viel süßen Thai-Basilikum bei, wie Sie nur können. Die Blätter müssen gut in den Curry einziehen. Es ist wie ein Teeaufguss. Sie wollen noch eine andere Geschmacks- und Geruchsebene. Schauen Sie sich das an. Wow! Wow! I'm sorry. Sie sollten davon kosten. Der Schweizer Koch Marco Brüschweiler lebt schon seit Jahrzehnten in Bangkok. Hier führt er eine Kochschule und eine Gastronomieberatung und propagiert die thailändische Küche in der ganzen Welt. Es gibt inzwischen 12.000 Thai-Restaurants weltweit. Wenn nur jeder ein Thai-Koch hat, sind das 12.000 Thai-Köche. Ich vermittle alleine im Jahr 400 Thai-Köche ins Ausland. Also wenn man Thailänder ist, gibt es zwei Banken, die praktisch den Thailändern helfen, ihren Geld geben würden und Unterstützung, damit sie im Ausland ein Thai-Restaurant aufmachen. Der Hintergedanke ist natürlich, Thai-Restaurant im Ausland
Thai-Lebensmittel. So, wir können mehr Thai-Lebensmittel exportieren. Und das alles zusammen hilft natürlich schon, um thailändisches Essen beliebter machen, bekannter zu machen. Dasselbe Ziel verfolgt der umtriebige Schweizer Koch auch mit der Veranstaltung des ersten panasiatischen Kochwettbewerbs in Bangkok. 16 Teams kämpfen darum, das beste thailändische Essen in verschiedenen Kategorien zu kreieren. Mit dem steigenden Wohlstand ist in ganz Asien auch das Interesse an Spitzengastronomie gestiegen. Keine Küche schlägt das thailändische Essen, wenn es um die Vielzahl von Geschmacksrichtungen geht. Einige unserer Gerichte sind süß, salzig, scharf, sauer und vielleicht noch etwas bitter. Fünf Geschmacksrichtungen und alles gleichzeitig. Aber sie müssen richtig ausbalanciert sein. Der eine Geschmack kommt zuerst, der andere kurz darauf. Thai-Food ist wirklich erstaunlich. Und dann verwenden wir viele frische Kräuter. Historisch betrachtet wurde die thailändische Küche von der indischen und chinesischen beeinflusst. Die Jury aus europäischen und asiatischen Köchen diskutiert, verkostet und bewertet die Gerichte nach verschiedenen Kriterien. Neben dem Geschmack werden zum Beispiel auch Präsentation und Schwierigkeitsgrad der Gerichte benotet. Curry kommen aus Indien. Aber in Thailand haben wir Kokosnuss, also haben wir Kokosmilch dazu gemacht. Zum Teil der Dessert kommt von den Portugiesen, weil die Portugiesen waren die ersten, die in Thailand waren. Chili, Tomaten, das gab es vor 400 Jahren nicht in Thailand. Das kommt alles aus Südamerika. Wurde von Missionaren hier reingebracht. Und die Thai haben dann mit den neuen Lebensmitteln haben die nun angefangen zu experimentieren und Gerichte zu erarbeiten, die sehr bekannt sind und die thailändische Küche prägen. Kochteams aus 17 Ländern sind nach Bangkok gereist, um hier gegeneinander anzutreten und ihr Können unter Beweis zu stellen. Zahlreiche Preise verhindern allzu große Enttäuschungen. Food in the capital, which is in the central plain. Die modernste und raffinierteste Küche kam immer aus der Hauptstadt. Alles Neue kam schon immer aus Bangkok. Der Norden Thailands ist kälter, gebirgig und nahezu China, Laos und Burma. Die Grundlagen der Küche, wie die Verwendung von Paste, bleiben dieselben. Aber die Wahl der Zutaten wird von der Nähe Indiens und Chinas beeinflusst. That is Chinese and Indian starts permeating and coming to the north. Inmitten eines idyllischen Reisfeldes liegt das Four Seasons Hotel in der Nähe der nordthailändischen Metropole Chiang Mai. Viele der Gäste wollen während ihrer Ferien lernen, authentisch thailändisch zu kochen. Das beginnt immer mit einem Besuch des lokalen Marktes. Wir kochen auch mit Bananenblüten. Daraus werden einmal Bananen. Früher haben wir solche Bananenblätter auch anstelle von Plastiktellern verwendet, etwa für Fertiggerichte. Natürlich verwenden wir viele Chilis. Und die kleinsten sind immer die schärfsten. Hier im Norden sind wir weit weg vom Meer, deshalb lieben wir den sonnengetrockneten Stockfisch. Haben Sie schon jemals solche Auberginen gesehen? Wir nennen sie Erbsen-Auberginen. Wir geben ganze Trauben davon in den Curry. Wenn wir sie einzeln kochen, schmecken sie bitterer. Wenn alle Zutaten eingekauft sind, geht es zurück ins Hotel. Dort lernen die Gäste unter der kundigen Anleitung des Hotelkochs die Zubereitung eines typisch nordthailändischen Currygerichtes. Wenn alle Zutaten erst einmal bereitstehen,
dauert es nur wenige Minuten, bis das Gericht serviert werden kann. Die kurzen Kochzeiten tragen dazu bei, dass die thailändische Küche besonders bekömmlich und gesund ist. Kochkurse sind heute ein wichtiges und gerne genutztes Angebot in fast allen führenden Hotels des Landes. Und jetzt ist es fertig. Das berühmte Chiang Mai Curryhuhn in Kokosnussmilch. Es ist eine Spezialität unseres Hauses. Sie müssen davon kosten. Abends können die Gäste des Four Seasons in Chiang Mai mitverfolgen, wie ihre Gerichte zubereitet werden. Jetzt bereiten wir den berühmten scharfen grünen Papayasalat vor. Ich gebe Knoblauch dazu, dann Bohnen, trockene Shrimps, Palmzucker und Cashewnüsse. Dann füge ich Fischsoße bei. Und jetzt erst kommt die fein geschnittene grüne, weil noch unreife Papaya. Im Mörser mischen wir nun alle Zutaten, sodass sich die Papaya mit den Aromen vermischt. Wir zerstoßen die Papaya aber auch nicht zu sehr, weil wir wollen, dass sie knackig bleibt. Mmh. Scharf, sauer, süß und salzig. Alle Geschmacksrichtungen auf einmal. So kann man sich ganze Menüs vorkochen lassen. Zurück im Herzen Bangkoks. Am Chao Phraya-Fluss befinden sich einige der besten Hotels der Welt. Das wohl beste ist das traditionsreiche Mandarin Oriental. Ananas ist süß, schmeckt gut. Jetzt versuchst du, 2-3 Körner Salz drauf zu machen und noch mal zu essen. So, die Süße kommt raus, die Säure kommt raus, alles kommt raus. Alles ist, hat einen Grund. Da ist ein Grund, warum man die, warum man Salz braucht, warum man Lemongrass braucht, warum man die Gewürze braucht, warum man die Kräuter. Es gibt Gründe, das ist ja hier in der Natur selber, warum man die Chilis braucht. Es gibt Gründe. Seit bald 4 Jahrzehnten lebt der Südtiroler Norbert Kostner in Thailand. Und seit über 30 Jahren führt er die berühmten Küchen des Mandarin Oriental. Koch an sich ist eine Kunst. Denn verstehen Sie, denn nicht jeden Tag hat man den gleichen Geschmack. Man muss immer wieder kosten. Das ist, wenn, wie Sie malen. Ein Maler, der hat 7 Farben. Es gibt nur 7 Farben. Und dann mischt er aber seine Farben. Dann macht er 100 Rot raus und 50 Grün und so viele Grau und so viele Schwarz. Und da muss man eben mischen. Die Farben werden gemischt. Bangkoks älteste Kochschule für Ausländer ist die Oriental Thai Cooking School. Hier lernt man die Zubereitung raffinierter Gerichte. Mit Hilfe einer ausgeklügelten Form werden kleine Teigschiffchen kurz frittiert. Es ist nicht schwierig, vorausgesetzt, man kennt die kleinen Tricks. Anschließend werden die Teigformen mit einer Gemüsemischung gefüllt. Solche Gerichte sind typisch für die sogenannte königlich-thailändische Küche. In Thailand unterscheidet man eigentlich nicht nach Vorspeise, Hauptspeise und Dessert. Bei jedem größeren Essen werden einfach immer vielerlei verschiedene Speisen aufgetischt. Bei solchen Gelegenheiten werden Gerichte immer aufwendig dekoriert. Früchte und Gemüse werden unter den flinken Händen der Köche und ihrer Gehilfen zu Blumen. Die Thai-Küche, sag mal, innerhalb von den letzten 30 Jahren, das war ein Boom der Küche. Und heutzutage, ich würde sagen, dass die Thai-Küche einer der großen Küchen ist, wie die chinesische, wie die französische, wie vielleicht die italienische, vielleicht die japanische. Aber auf alle Fälle, die Thai-Küche, die ist voll akzeptiert worden.
am Ufer des Chao Phraya Flusses, am Fluss der Könige, im Restaurant Sala Rim Nam, lässt sich Thailands Küche besonders exklusiv und romantisch erleben. Die verschwenderischen Dekorationen, die deliziösen Gerichte mit ihren sich nur scheinbar widersprechenden Geschmackssensationen, die hypnotisierende Musik und die allabendlichen atemberaubenden Tanzvorstellungen in prunkvoll dekorierten Kostümen. Alles verschmilzt vor dem Hintergrund vorbeiziehender Schiffe zu einem fast unwirklichen Fest der Sinne. Sie sahen süß und salzig, sauer und scharf die Thai-Küche. Gleich anschließend in Swissmade das Thai-Schiff vom Vierwaldstätter See. Luzern ist untrennbar verbunden mit seiner Seeschifffahrt. Die nostalgischen Dampfschiffe sind weltbekannt. Weniger sichtbar ist die Arbeit, die hinter den Kulissen der Schifffahrt geleistet wird. Neben der Wartung der Schiffe ist dies vor allem die Gastronomie. Über 200 Leute sorgen bei der Davo Lago, der Tochtergesellschaft der Schifffahrtsgesellschaft, dafür, dass auf den Schiffen auch für das leibliche Wohl der Passagiere gesorgt ist. Und da reicht es heute nicht mehr, die Gäste zwischen Bratwurst und Wurst-Käsesalat wählen zu lassen oder ihnen als Gipfel der Exotik einen Rikasimir anzubieten. Bei der Davo Lago hat man die Zeichen der Zeit erkannt und bietet den Gästen heute eine große Auswahl gesunder und trendiger Speisen. Auch die thailändische Küche hat sich da einen festen Platz auf dem Speisezettel der Innerschweizer erobert. Ich denke, die Frische macht es aus, die Zutaten, die Geschmacksrichtungen. Und ich denke, das ist momentan das Populäre daran. Die Waldstätter ist kein Dampfschiff, aber dafür ist sie das Flaggschiff der Seegastronomie. Wenn sie am Freitag von ihrer letzten regulären Kursfahrt zurückkehrt, warten die Gastronomen der Davo Lago schon ungeduldig darauf, dass sich das Schiff rasch leert. Wir sind ja auf der Kursschifffahrt extrem regional und schauen, dass wir nur Innerschweizer Produkte haben. Aber Thai-Schiff oder Fajita-Schiff, was wir auch bieten, das ist was für die Leute von hier. Und die kommen, die wollen etwas Spezielles erleben auf dem See. Da können wir nicht das bieten, was wir den ganzen Tag bieten. Da suchen die Leute, die Ferien zurückzugewinnen. Da versuchen die Leute, etwas zu erleben. Und das bieten wir mit dem Thai-Schiff. Das Essen wurde an Land vorbereitet. Denn auf dem Schiff bleibt der Platz beschränkt. Nur etwas mehr als eine halbe Stunde haben die flinken Mitarbeiter der Davo Lago, um die Waldstätter in das sogenannte Thai-Schiff zu verwandeln. Jeder weiß ganz genau, was er zu tun hat. Außer dem Dampfschiff ist das unser Highlight-Schiff. Es ist sehr top eingerichtet für die Küche. Wir haben zwei Lifte, also zwei Warenaufzüge. Wir haben einen tollen Herd, gute Fritteusen. Also es ist wunderbar eingerichtet für à la carte Gäste und natürlich für spezielle Anlässe wie zum Beispiel Thai oder vegetarisch. Die Themenfahrten allgemein, die bei uns ja sehr guten Anklang finden. Gut. Wok, wie gesagt, ist klar. Ja. Lumpa hast du mit hinten da. Ja. Weiß ist klar. Dann kommen die Gäste. Und wie immer ist das Schiff ausgebucht. Wir haben jedes Mal über 150 Gäste an Bord. Ich denke, das ist, weil wir versuchen, dieses Thai-Schiff nicht einfach nur als Schiff zu produzieren, sondern eben das auch umzusetzen, von der Dekoration bis hin zum authentischen Essen. Deshalb kommen diese vielen Leute. Die Gastronomie ist viel zu teuer, um einfach essen und trinken zu gehen. Heute wollen die Leute etwas erleben. Deshalb auch der Fokus auf solche Themenabende wie das Thai-Schiff. Deshalb der Fokus auf die Kombination Schiff und Gastronomie. Nur wenn ich heute ein Gesamterlebnis bieten kann, dann bekomme ich die Gäste in mein Restaurant. Andererseits bleibt es leer.
wir haben im Sommer schon Abendschiffe für die Touristen. Aber es ist so, dass vor allem die Winterschifffahrt, die richtet sich vor allem an die Einheimischen. Und deshalb ist auch das Angebot so ausgerichtet. Die Leute, die wollen eine andere Küche kennenlernen, wollen Zugang zur Kultur finden. Vielleicht waren sie schon einmal in den Ferien da. Es sind Leute von jeder Altersklasse, Leute aus jeder Schicht. Das ist das Spezielle insgesamt an der Gastronomie auf den Schiffen. Vor allem Schweizer sind es, die das exotische kulinarische Angebot auf dem See nutzen. Die ausländischen Touristen, die nach Luzern kommen, wollen auf dem See lieber Fondue und Raclette essen. Aber alle genießen die einmalige Kulisse der Lichterstadt am Vierwaldstättersee. See.